Heute schalten wir bei Cakewalk die Zeitreisefunktion ein. Versionsverwaltung machen doch die meisten von euch so. Ja, wir haben hier ein Projekt, das wir mal abspeichern als Songname Versionsnummer.cwp. Und jeden weiteren Meilenstein vielleicht dann auch noch mit Zusatzinfos, also sowas wie Songname mehr Bass 02cwp. Da wird es dann ganz schnell unübersichtlich und so überhaupt nicht flexibel. Und ich muss da ganz ehrlich zugeben, ich habe das auch sehr, sehr viele Jahre so gemacht und habe damit einiges an Zeit verschwendet. Mit Mix-Aufrufen, auch Mix-Recall genannt, geht so ein komplettes Projekt inklusive mehrerer Versionen in eine einzige CWP-Datei. Das ermöglicht nicht nur einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Projektversionen, sogar bei einzelnen Spuren und auch Bussen kann ich zwischen verschiedenen Einstellungen hin und her wechseln. Und wer jetzt bis zum Ende des Videos dranbleibt, begreift auch ganz schnell, wie umständlich diese Dateinamenspeicherei-Methode eigentlich ist. Ja, hallo! Dann legen wir doch gleich los. Dieses Projekt hier hat mehrere Spuren, alle ordentlich eingepegelt, nach Instrumentengruppen eingefärbt und in Busse aufgeteilt. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dafür ist meine Cakewalk-Einsteigerserie da. So ist das für mich jetzt ein guter Startpunkt für den Abmischprozess. Hätte ich mir jetzt sonst als extra Kopie abgespeichert, quasi unter Datei, Kopie speichern unter und dann so einen Namen vergeben wie Songname bereit zum Abmischen 01cwp. Stattdessen hole ich mir das Modul Mix aufrufen. Falls es bei euch nicht da ist, in der Steuerleiste Rechtsklick Module Mix aufrufen. Sieht ziemlich unspektakulär aus, aber der Schein trügt. Möchte ich den jetzigen Mixzustand abspeichern, klicke ich auf das Zettelsymbol hier. Als Namen nehmen wir bereit zum Abmischen oder irgendeine Beschreibung, die für euch heute eindeutig ist. Und jetzt sind alle Zustände deines Mixes in der Szene namens bereit zum Abmischen abgesichert. Sollten bei euch die Buttons ausgegraut sein, speichert euer Projekt erstmal, dann soll's gehen. Jetzt möchte ich mit Mixer Nummer 1 beginnen und das lege ich mir auch gleich als Szene an. Ich zeige euch gleich, warum ihr diesen Punkt jetzt anlegt und nicht erst, wenn ihr soweit seid. Arbeitet jetzt wie gewohnt weiter an eurem Mix und wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr den Zustand als Mixdown 1 festhalten wollt, klickt auf das Fotoapparat-Symbol. Damit wird der aktuelle Abmischzustand immer an die Szene übertragen, die da drin steht. Natürlich könnt ihr die Szene auch dann erst anlegen, wenn ihr soweit seid. Meiner Erfahrung nach klickt man aber viel zu schnell auf das falsche Symbol. Klicke ich nämlich auf den Fotoapparat und da steht noch bereit zum Abmischen drin, überschreibe ich mir meinen Ausgangszustand und rückgängig mit STRG Z geht da leider gar nicht. Also, Mix unter dem Namen abspeichern, der hier steht und Mix unter neuen Namen abspeichern. Jetzt lege ich mir so viele Szenen an, wie ich brauche und immer wenn ich zu einem anderen Abbild zurückwechseln will, wähle ich die entsprechende Szene hier im Dropdown-Menü aus. Ich zeige euch auch gleich einen Punkt im Projekt, bei dem ihr euch auf alle Fälle einen Meilenstein setzen, ja fast schon müsst. Auch kann ich Szenen hier umbenennen, löschen und zurücksetzen. Und das könnte schon gewesen sein, wenn dieses Feature nicht noch einiges mehr zu bieten hätte. Stellt euch Folgendes vor. Das ist jetzt der aktuellste Zustand meines Projekts, namens Mixdown 03. Der Mix gefällt mir schon ganz gut, aber naja, irgendwie hat mir das Schlagzeug im Mixdown 1 dann doch viel besser gefallen. Wenn wir doch jetzt irgendwie nur den Zustand der Drums von Mixdown 1 nach Mixdown 3 übertragen könnten. Das geht! Und sogar noch viel mehr! In diesem Dropdown-Menü klicken wir auf Einstellungen für Mixaufruf. Und da wird es jetzt richtig interessant, und zwar, wenn wir auf Erweitert klicken. Dort können wir nicht nur festlegen, welche Projekteigenschaften in den Szenen abgespeichert werden, wir können auch die Projektbindung lösen und die Szenen auf ausgewählte Spuren und Busse beschränken, indem wir das hier auswählen und mit OK bestätigen. Möchte ich jetzt nur den Mix der Spuren und Busse der Drums aus Mixdown 1, wähle ich diese mit gedrückter STRG-Taste und rufe im Dropdown-Menü Mixdown 1 auf. Und das war's schon. Gefällt es uns nicht, wähle ich wieder Mixdown 3 aus. Und finde ich es aber geil, dann speichern wir es doch gleich als Mixdown 4 ab.
Wechselt aber vorher in den Einstellungen wieder auf Projekt zurück und nutzt den Spurbusabruf nur dann, wenn ihr ihn auch explizit braucht. Sonst wird es ganz schnell unübersichtlich, aber das ist ja nur meine Meinung. Zwinker. Aber ich kann noch mehr damit machen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass man diese Funktion gut für zum Beispiel A-B-Vergleiche nutzen kann. Da brauche ich nicht mehrere Dateien, die ich immer extra laden muss, sondern kann sogar ganz schnell zwischen den aktuellen und der zuletzt gewählten Szene hin und her wechseln. Und zwar mit diesem Pfeil-Button. Der beste, wenn nicht der Grund, Mix Recall zu nutzen, ist folgender. Das will jetzt niemand so gerne zugeben, der abmischt, aber wir schießen viel zu oft übers Ziel hinaus. Es gibt nämlich im Abmischprozess diesen einen Punkt, da hört ihr rein und seid vom Mix total begeistert. Wie geil sich der dann anhört, wenn der erstmal richtig abgemischt ist. Und das ist dann der Punkt, an dem wir oft anfangen, den Mix zu verschlimmbessern. Die Vocals sind ja noch gar nicht komprimiert. Braucht zwar nicht, aber machen wir halt so. Dann noch den Effekt. Warum kickt denn plötzlich der Ref nimmer? Vielleicht braucht man doch noch einen Synthi im Ref. Wenn ihr also an dem Punkt seid, wo euch der Mix zum ersten Mal so richtig gut gefällt, macht euch da eine Szene und vergleicht die dann mit einer späteren Version. Ihr werdet überrascht sein. Und hey, überrascht euch doch gleich noch mit diesem Video hier. Ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli und Servus.